Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute in dieser Folge mal ganz kurz auf meinen Let's Plays zurückgreifen oder darüber reden. Ich habe in letzter Zeit versucht, einige Let's Plays zu spielen. Ich habe diverse Spiele angespielt und habe ein bisschen sehen, welche Spiele ihr gerne spielt. Weil in den letzten Monaten, sag ich mal, die Klickzahlen immer sehr weit rapide runtergegangen sind. Ich sag mal, früher, ich sag mal, vor 5-6 Monaten hatte ich Minecraft World zum Beispiel immer um die 100 Klicks. Das ist dann rapide runtergegangen. Jetzt kriege ich, ja, Minecraft World kommt vielleicht auf 50 Klicks oder Minecraft allgemein. Der Rest ist dann wirklich ziemlich tief unten. Und ich würde jetzt auch gerne wissen von euch, von welchen Let's Plays habt ihr Interesse noch mehr zu sehen, die ich bis jetzt gemacht habe? Schreibt dafür am besten unten in die Kommentare rein beim Video. Hier unten einfach. Um ja mitzuteilen, welche Plays ihr gerne noch sehen möchtet, weitere Folgen sehen möchtet, dass ich mich ein bisschen damit richten kann, dass ich nicht so ins Nichts raus produziere. Ich kann aber schon die Zeit auf was Besseres brauchen. Es ist so, zurzeit läuft ja Minecraft World Lights 2. Also Minecraft World, mein Gott, ich meine Minecraft Feed the Beast Lights 2. Ist ja, wie gesagt, nur ein Testaufnahme gewesen, über 7 Folgen hinweg, bis zur Folge, wo dann Aldi dabei wird sein, werdet ihr danach sehen, Aldi Forscher, DW Let's Plays. Und ich dann einen neuen Server begonnen habe, und zwar mit Feed the Beast Ultimate, der hat einiges mehr zu bieten. Und da habe ich auch schon mit Mitspieler, natürlich der Wiggler spielt mit und der Eismann zurzeit. Ich habe noch keine Folge aufgenommen. Wir sind erst ein bisschen bauen und so, weil ich denke, es ist wahrscheinlich schlecht, wenn es nicht immer von Anfang an anfängt, wo man noch nichts hat und ewig geht, um die ganzen Ressourcen zu farmen. Und es hat einige Ressourcen da, muss ich sagen. Und ja, so verwirrend, ich schaue oft auf mein Bild und oben die Kamera und ja. Wie gesagt, es wäre mir wirklich sehr wichtig, wenn ihr mir schreiben würdet, welche Let's Plays euch gefallen, die ihr bei meinem Kanal seht. Und diesen Kommentar auch mit Namen hinterlässt, zum Beispiel, oder kann auch sonst einen Kommentar zuschreiben, damit ich ein bisschen dann nicht an mich richten kann und auch eher weiß, welches das Play ich zum Beispiel sagen, aufhöre zu machen. Des Weiteren, ich habe eigentlich vor, jetzt des Öfteren hier via Facecam eine Aufnahme zu machen, wo ich auch Fragen oder Kommentare kommentiere von Zuschauern. Das fängt, ich würde sagen, ab jetzt, wo ich dieses Video aufgenommen habe, werde ich jede Frage, jeden Kommentar in ein Postfach mal verschieben, wo ich dann sammle und mich dann, wenn es gut läuft, alle 1-2 Wochen so ein Video mache, wo ich das dann kurz kommentiere, beantworte und so auch Fragen von Benutzer als Video beantwortet und so auch andere Leute das mitkriegen und ich vielleicht nicht jede Frage dann 10.000 Mal beantworten muss. Ja, aber das ist das Problem von YouTuber, das kennt man wohl auch. Und ihr seht auch schönes Minecraft-T-Shirt. Nur dazu auf, weil wir es geschaut haben. Wieder mal ins Bild, nicht in die Kamera. Ja, gut. Ja, das war vorweg mal alles. Des Weiteren. Ich bin nicht sicher, ob ich die Folge schon gebracht habe, aber ich habe ja noch ein paar Aufnahmen vom Monster Cowboy, der Harald Frenkel da organisiert hatte. Leider nur die Vorbereitungen bzw. das Aufstellungsphase, weil ich dann verhindert war. Aber wir haben irgendwie noch ein paar lustige TS-Schnipsel mit den Flycams mitgekriegt. Das war jedenfalls auch lustig und ich hoffe trotzdem, dass es ein bisschen Unterhaltung gab, auch wenn dann nicht. Wenn das Konvoi, der wahrscheinlich eh nur an vorderen Stelle lustig war, weil bei der Framezahl hat sich viel bewegt. Sonst wüsste ich gar nichts mehr weiteres gerade zur Zeit. Ich bedanke mich jetzt schon mal nochmal für alle die treuen Fans von meinem Kanal, meine Abonnenten, jetzt schon über 700. Ich freue mich sehr, weil ich sage mal so, der Kanal hat wirklich begonnen mit damals mit Sixth City. In dem Fall möchte ich auch schon mal nochmal Danke sagen an Harald Frenkel, dass er damals mit mir dieses Projekt gemacht hat. Wer weiß, vielleicht mal in Zukunft wieder mal was zu machen, wäre schön.
Und danach ging es auch ziemlich rapide ab, bis über 100 Abonnenten weniger, unter 600 fast. Aber ich habe jetzt nach diesem knappen halben Jahr dieses Defizit wieder hochgearbeitet und ich hoffe auch, ihr seid, ihr merkt auch die Veränderungskanal. Ich versuche jedes Mal mit neuen Videos zu machen, ein bisschen anders Schnitt. Jetzt benutze ich auch minus Movie Maker, um es ein bisschen zu schneiden. Ich lege schon gar schon Camtasia zuzulegen. Ist eigentlich ziemlich nicht gerade günstig, aber wer dann eine Facecam in Bild hat, auch möglich. Aber jetzt mal abwarten. Jetzt fangen wir uns erstmal so an und dann schauen wir dann, wie das dann in Zukunft laufen wird. In dem Fall würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like da und ein Abo, wenn es nicht schon passiert ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!